Und da bin ich wieder zurück mit meinem absoluten Favorite Level bis jetzt. Nach dem kleinen Freeze habe ich mir eine halbe Sekunde Pause gegönnt. Halbe Sekunden Pausen. Yeah. Eine Powerpause. Powerpausen-Nap. Nee, Schlaf habe ich nicht. Whoopie. Scheiße. Ich habe mich nicht ausgeruht. Ich habe keine Nerven getankt. Dann brauche ich doch nicht. Warum auch? Ja, nein, oh. Früh gefreut. Oh, jetzt würde ich aber doch gern mal wieder unten sein wollen. War ich schon so lange nicht mehr. Ah. So komme ich. Doch, geht sogar ohne Schwung. Erstaunlich. Aber hier nicht mehr. Muss ich eins zurück und noch eins zurück. Und dann eins vor und dann. Yep. 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 Gut. So, jetzt hier wieder. Nee. Nochmal. Bisschen mehr Schwung. So. Oh, fuck! Eierarsch! Da war schon wieder dieser Eierarsch. Ich hab's genau gesehen. Gott. Hui. Ups. Moment. Oh Gott. Ich dachte gerade, mein Mikrofon ist aus. Das wär's gewesen. 3 Stunden stumm Aufnahme. Nice. Eine dreistündige Silent Record. Nein! Was? Ich hab den gar nicht berührt. Was soll das? Silent Recording. Genießt einfach das Spiel ohne meine Stimme. Einfach nur mit Musik. Spaß. Scheiße. Ey, das ist. Also ich würde mal behaupten. Entschuldigung. Ich würde mal behaupten, man hätte die Deckenhöhe bei jeder Etage auch um ein paar Pixel höher setzen können. Nur so ein paar. Damit man so ein bisschen Kontrolle reinbekommt. Und nicht nur auf gut Glück dagegen stößt. Denn das ist wirklich Schwachsinn. Oh, das ist wirklich. Oh Gott. Ja, ich würde ja ganz so ein bisschen Routine reinbekommen. Aber dadurch, dass man am Anfang auch immer in einer anderen Position startet, ist es einfach nicht möglich. Oh Mann. Oh Gott. Ja, la. Eiersalat. Eiersalat mit Mayo. Oh, fast. Also manchmal habe ich ja wirklich das Gefühl, ich berühre es nicht mal. Seht ihr es anders? Dann behaltet es für euch. Denn ich sehe es nicht so. Ich habe mich nicht berührt. Oh, gut, diesen habe ich mich berührt. Ich mache es mir hier bequem und spiele dieses wunderbare Glücksspiel. Ja, ich nenne es Glücksspiel. Ab sofort ist es für mich nur noch ein Glücksspiel. Ein Glücksspiel, es geht hier um Eierglück. Glück mit dem Ei. Wer hat Glück? Hui, er hat kein Glück, denn ich habe ja Pech. Mit dem Ei. Ach Gott, es ist so zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Oh. Aber mal ganz im Ernst, ich hab doch schon alles versucht. Mit Schwung, ohne Schwung, mit Gefühl, mit purer Gewalt, mit Kraft, mit Flexibilität. Nein, das geht alles nicht. Hui. Ah, oder mit Glück, ja. Mit Glück geht es. So, jetzt die Kackstelle wieder. Oh. Geschafft. Ja, nein. Oh Mann, wieso. Oh, Mikro. Oh, ich reiß dich irgendwann nochmal hier von dem Podest. Oh Mann, ey, es rollt zurück. Es rollt einfach zurück. Okay, es ist ein Ei. Was habe ich erwartet? Oh, gut.
Ich bekomme keinen Schwung. Ach komm, ey, das ist da wirklich. Das ist da wirklich ein riesengroßer Haufen. Gequirlte Eiersalat. Oh Mann! Gut, wenn ich jetzt nach links gesprungen wäre, wäre ich in eine Stachel gesprungen. Spring ich nach rechts, spring ich in den Gegner, warte ich. Dann rennt der Gegner mich rein. Hui, das macht Spaß. Na gut. Gut. Jetzt mit Schwung. So. Nein. Oh, und es ist echt so zum Haare raufen. Haare raufen. Ich rauf meine Haare. Ich habe Haare. Ich kann sie raufen. Verdammt. Oh, Mann. Geiles Projekt. Mein Osterprojekt. Hui, Osterprojekt. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Es ist ein Projekt für die Osterzeit. Optimal. So, jetzt aber. Oh nein. Okay, ab sofort. Wenn ich an der Stelle bin, verspreche ich euch eins. Ich versuche es nur noch mit extrem viel Schwung. Und alles andere wird einfach abgebrochen. Alles andere wird auf Null gesetzt. Ich spring zurück. Und... Und versuche es nur noch mit viel Schwung. Geil, geil. Es ist so geil, es ist so geil. Es ist so Hammer, Eier, geil. Oh Mann. Mann. Oh. La-da-da-da. Oh. Tja, liebe Leute, was gibt's so bei euch Neues? Es ist Zeit, wir haben anscheinend viel Zeit, um zu quatschen. Was ist bei euch Spannendes passiert? Was waren eure letzten Abenteuer mit Eiern? Was habt ihr zu Ostern gemacht? Habt ihr Eier zu Ostern bemalt? Habt ihr Eier ausgeblasen? Habt ihr Eier auf eine Schnur gezogen und euch um den Hals gebunden? Was habt ihr für Eierpläne? Habt ihr Eier gekocht und sie dann bemalt und dann euch gegenseitig an die Stirn geworfen? So wie ich es gemacht habe. Es gibt doch nichts Schöneres als Eier halb hart kochen, halb roh zu lassen und dann nach zwei Tagen zu merken, oh, sie sind noch halb roh. Man sollte sie nie roh essen. Hashtag Salmonellenliebe. Oh, scheiße. Da kann man sich nur noch gegen die Stirn schmeißen und ja, dann läuft einem das Eigelb wunderschön die Stirn entlang. So ein riesengroßer Kack ist das. Ja, und danach anmalen, am besten noch mit irgendwelchen Lebensmittelfarben. Oh Mann, ey. Osterzeit ist so eine geile Zeit, um dieses Spiel zu spielen. Osterzeit. Warum überhaupt das Ei? Warum überhaupt der Osterhase? Tada, geschafft! Oh, wow, ich bin mal wieder hier. Oh mein Gott. Jetzt mit Schwung! Nein, das war kein Schwung. Das wird abgebrochen. Dummes Ei, das wird abgebrochen. Ich hab dir das gesagt, es wird abgebrochen. Nein. Oh Mann, ich krieg keinen Schwung. Jetzt aber, jetzt. Oh nein. Oh Gott, wie viele Videos sind denn das jetzt schon? Vier? Vier Videos, das guckt sich doch nur jemand an, der richtig krasse Energie, nee, nicht Energie, sondern Nerven hat. Durchhaltevermögen. Ich danke dir für dein Durchhaltevermögen. Du, der du meine Videos schauen tust. Du meine Videos schaust. Und zwar alle und nicht einfach viel überspringst, weil du siehst, dass es immer dieselbe dieselbe Stage ist. Man sieht ja in den Thumbnails, dass es immer wieder dieselbe Stage ist. Oh nein. Und vielleicht werde ich aber die Videos etwas anders benennen, so dass es nicht auffällt. Oh. Krass, hier habe ich den Schwung hinbekommen. Aber ich würde auch sagen, hier auf der Ebene ist doch die Decke noch ein bisschen niedriger als oben, oder? Oder täusche ich mich? Bilde ich mir das nur ein? Will ich es nur so haben? Soll es eine Ausrede sein? Oh, fuck it! Tut mir leid, ich hab das Versprechen gebrochen, aber es sah so gut aus. Es sah doch so gut aus. Oh Gott. Hui. Oh. Es sah doch so gut aus. Oh. Lalalala. Oh. Oh Mann! Wie oft denn noch? Wie oft hab ich einen Spaß mit dem Ei? Ich hab keinen Spaß. Ich hab wirklich Spaß mit dem Ei. Nein.
Oder hat das Ei Spaß mit mir? Wer hat mehr Spaß? Das Ei mit mir oder ich mit dem Ei? Ich würde ja sagen, wir haben beide unseren Spaß. Oh Mann, ey. Ich bin auch wieder fast nicht berührt. Fast nicht berührt. Oh. Fast nicht berührt. Ich habe sie fast nicht berührt. Okay. Fuck, das war nicht gut. Uah, Glück gehabt. Oh, ja. Okay, jetzt wieder mit Schwung. Oh, gut. Eins zurück, schaffe ich das? Ja. Und dann... Oh. Fuck, ja, dann komme ich nicht wirklich vorwärts. Oh, fuck, ey, ich kriege hier die Krise. Oh, Mann, ich habe noch nicht so richtig die Lösung für diesen einen dummen Sprung dort unten. Oh Gott, Leute. Falls ihr dieses Spiel zufälligerweise aus reiner Freude an der Sache oder um mir zu sagen oder um mir zu zeigen, wie einfach es doch ist oder um sich um euch selbst zu beweisen, wie viel besser ihr das könnt als ich, dann bitte spielt es und gebt mir einen Tipp, wie ich hier diese eine Stelle meistern kann. Wie kann ich diese Stelle meistern? Wie zum Geier kann ich diese Stelle meistern, wenn nicht so? Vor allem die in der dritten Ebene. Also hier, erste Ebene ist klar, ja, hier. Das geht. Zweite Ebene hier, auch in Ordnung. Aber dann unten in der dritten Ebene. Das ist irgendwie so... Das ist so ein bisschen für mich gerade der Endboss. Die Endboss-Ebene. Das danach kommt, das geht ja wieder eigentlich. Oh, geschafft. Okay. Okay, Leute. Okay. Brauche ich eure Tipps? Nein! 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 Ihr wütend. Nein! 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 Es ist in die Wand geglitscht. Oh Gott. Ist das ein... Nein. Och komm, Ei. Komm raus. Ich komm nicht aus der Wand raus. Oh nee. Komm, ey. Oh, ich hack hier auf die Tastatur. Und Escape. Weg. Nein, nein. Nein, ich muss nochmal das ganze Level spielen bis hierhin. Oh nein, Leute. Warum ist das Spiel verbuggt? Oh nee, ich komm... Oh. Moment, wenn ich jetzt ins Main-Menü gehe und jetzt Continue. Oh, da komme ich doch wieder bei dem Level-Anfang raus. Nein, Leute. Ich mache hier erstmal noch ein Päuschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Oh nein.